Und damit hey ho und willkommen zurück zu Shadow of the Colossus, Leute. Ja, jetzt sind wir schon beim vorletzten Koloss angelangt. Und ja, ist nicht mehr viel zu tun. Da bin ich ganz offen. Aber ich denke mal, der Part wird jetzt werde ich ein bisschen länger machen, weil ich euch das ja noch mit dem Adler zeigen wollte. Ich glaube, das bietet sich der vorletzte Part dann am besten an und dann haben wir halt noch einen Koloss. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen länger geht, ne? Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, hier, vorletzter Part und so. Nicht falsch verstehen, Leute. Auf jeden Fall sind es ja nur 16 Kolosse. Und jetzt ist das dies der vorletzte. Warte, wo ist er eigentlich? Okay, da hinten. Ja. Dann machen wir das einfach mal. Also am besten nach dem Kampf. Hehe. Hänge ich dann einfach noch was dran. Also nicht wundern, wenn das Video halt ein bisschen länger geht. Ich habe es euch ja versprochen, dass ich das so mache. Oh Gott, Abgrund. Dann nehmen wir mal die Brücke da hinten. So. Wow, wow, wow. Nicht da runter. Also schon hier runter, aber nicht da ganz nach unten. Oh Leute, sieht das nicht geil aus? Guckt euch das mal an. Mega gut aus. Ein bisschen die Aussicht genießen. Nein, auf jeden Fall, der Koloss, wie schon angekündigt, wird ein bisschen knifflig, wie ich es auch bei fast jedem sage, aber der wird wirklich knifflig. Einfach nur, weil er schwer zu erreichende Schwachpunkte hat. Das werdet ihr gleich sehen. Und das ist sozusagen der Nachbar von dem Stierkoloss. Da an diesem einen Schrein haben wir ja schon mal gespeichert. Ich guck nochmal. Ja, die Echse ist wirklich wieder da. Warte. Also kommen die doch öfters. Ach, Leute, ist das schwer. Eigentlich will ich ja nur deinen Schwanz haben. Wenn ich immer die ganzen Echsen extra umbringe. Wenn das Vieh halt sich immer so viel bewegt. Was ist denn jetzt? Ist es denn jetzt? Nach oben geklettert. Ich sehe es nicht mehr, Leute. Ach, da ist es. Oh, Wanda sieht aber auch gar nicht mehr so gut aus. Schaut euch den mal an. Was ist denn jetzt? Ist ja richtig hinterlistig. Bin da bestimmt nach oben geklettert, ne? Machen wir das auch mal. Oh nein. Kurz losgelassen. Solange es aber nur hier ist und nicht beim Koloss, ist ja alles gut. So, wo ist es denn jetzt? Wo
Dann ich einfach mal ganz nach oben. Bestimmt auch eine ganz schöne Aussicht. Ja, Leute, da ist doch mal eine Aussicht. Boah, guckt euch das mal an. Cool ist das denn? Okay, genug geschwärmt. Wir wollen hier was verfolgen. Aber wo ist es? Da, ich hab's gesehen. Meine Güte. So, wieder ein Stück. Gucken, wenn wir unsere Ausdauer komplett voll haben. So. Kurz speichern. Müssen wir eigentlich gar nicht. Nee, warte mal, ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch, hier zu speichern. Weil ich weiß ja, dass wir noch an einem vorbeikommen werden. Und dann können wir vorsichtshalber da nochmal speichern. Auch wie gesagt, eigentlich muss man gar nicht speichern in dem Spiel, finde ich persönlich, aber naja. Ah, hinter dem... Das war doch hinten, neben dem Stier war das doch, warte. Das war auf jeden Fall neben dem Stier, das weiß ich noch. Da, wo ich euch erklärt habe, dass wir da später noch hinkommen. Also erstmal reiten. Da ist hier wahrscheinlich auch die Ex wieder gekommen. Heidewitzka, Leute, ey. Wir reiten geschwind durch den Wind, immer der Sonne entgegen. Und ich hoffe, wir bleiben am Leben. So. Ist ja einer. Ist meine Theorie nicht bestätigt? Wiederkehrenden Echsen. Okay. Obwohl nicht, oder ich habe es jetzt einfach nicht gesehen. Ist ja auch egal. Wir wollen ja noch was geschafft kriegen hier. So, da hinten ist der Kollege nämlich. Ihr seht nämlich schon dieses Eingangstor. So, ist hier noch eins. Eine Echse. Nicht. Na gut, also dann war das vielleicht auch Ausnahmen. Obwohl doch nicht. Wollte schon sagen, Ausnahmen. Dem Spiel, ne? Gut. Speichern wir mal. So. Ja, bitte ein bisschen speichern. Da ihr seht es, 14 besiegt. Sitzen zwar schon ein bisschen länger dran, aber ich finde, das ist noch voll in Ordnung. Wenn ihr da oben nämlich meine Zeit bei den normalen Gegnern seht, 8 Stunden noch was. Ja. Gut. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hin. Da haben wir schon jetzt 10 Minuten vertrödelt.
Wow, 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 wow. Wo ist denn der Eingang nochmal? Bestimmt kann ich unser Pferd gar nicht mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch Früchte gibt. Also es gibt bestimmt noch Früchte, aber ich habe eigentlich viel mehr Echsen erledigt als... Da ist eine Wand. Kommen wir nicht weiter. Da muss ich da wohl doch hoch. Okay, das war Absicht. Da können wir rein. Ich weiß nämlich auch, dass wir mit dem Bosskampf unser Pferd eigentlich nicht mitnehmen können. Ja, und das zeigt schon dieses... Das ist ja auch eine Echse. Leute, ich gehe kaputt. Tauchen die immer alle auf? Ich kann mir vorstellen, dass die einfach neu spawnen, aber die, die man schon eingesammelt hat an der Stelle, die bringen dann einem nichts mehr. Bleib stehen. Gar nicht getroffen, aber okay. Nein, der war aber richtig getroffen, ihr habt es gesehen, Leute. Hä? Macht ihn denn da? Hä? Trifft das nicht? Hat die sich da ein bisschen verbuggt oder was? Oh, jetzt ist er richtig verbuggt. Oh Mann. Nicht tief fallen. Ist ja echt verbuggt. Wie viele es hier gibt, ne? Aber ich glaube, vielleicht die Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, ist, glaube ich, die sinnvollste, dass das... Aber die haben alle noch so leuchtende, also von daher kann ich mir noch vorstellen, dass es trotzdem noch was bringt. Anders wäre es doch ziemlich dämlich sonst. Ich glaube, ich muss mich da mal schlau lesen, Leute. Ich habe keinen. Ich weiß es wirklich nicht. Sorry. Ach, ich bin auch falsch geklettert. Hier hätten wir rein müssen. Aber, ja. Wir können unser Pferd nicht mitnehmen. Weil hier sind wir Kletterpassagen, möchte ich mal sagen. Ja. Unsichtbare Wand, vielleicht. Ja, nein. Ja, Spaß. Okay. Ich habe den Eingang gefunden. Och, Leute. Wie groß das hier alles wirkt, ne? Och, ich will nicht. Der ist nicht so nett, der Koloss. Das ist auch wieder ein Zweibeiniger. Ich verrat's euch jetzt schon mal. Und wir haben ja super Erfahrungen mit solchen gemacht. Gerade mit denen. So, hier geht's los. Richtig fette Arena. Der hat auch eine ganz spezielle Taktik. Och Leute, ich will nicht. Ich bin mir aber wieder richtig unsicher, was genau die Taktik war. Irgendwie können wir links und rechts hoch, aber ich weiß auch gerade nicht mehr wie. Komm raus. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß das, Kollege. So, jetzt müsste er langsam kommen. Gott, der hat ja ein Schwert. Aber nur so ein kleines.
Der hat eine ein bisschen furchterregendere Maske als seine Vorgänger. Auch wieder ziemlich haarig, der Kollege. Und durch den Schweremodus hat er auch noch eine ganz interessante Schwachstelle. Die werde ich euch später kundtun. So, jetzt mal gucken, wie ich nochmal hier hochkomme. Ich weiß es nämlich nicht mehr, Leute. Ich glaube, wir müssen den zu irgendwas bringen. Ich habe auch keinen Bock, dass er mich jetzt kaputt schlägt. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Warte. Ich weiß es. Der müsste jetzt nämlich auf diese Plattform hier treten. Vielleicht. Naja, nicht so. Also der tritt hier drauf. Eigentlich. Ja. Und jetzt geht die Plattform hoch und jetzt können wir hochspringen. Aber nicht, wenn wir am Boden liegen. Ja, super. Ich stehe gerade auf, wenn er tritt. Ah, super. Ich stehe immer perfekt. Tritt nochmal, komm. Komm, jetzt kannst du nochmal treten. Oh, jetzt war ich aber drauf. Okay, siehst du? Jetzt habt ihr mir die angehoben. Jetzt kann ich nämlich hier hoch. Ja, genau so war das. So, was muss der denn jetzt machen? Irgendwas war hier noch. Der muss uns auf jeden Fall mehrfach den Weg irgendwie frei machen. Ich glaube, jetzt müssen wir ihn zwingen, hier anzugreifen. Jetzt hat er wieder so orangene Augen, das heißt, dass er wütend ist. Schlägt er jetzt? Schlägt er? Uiuiui. Ich weiß auch nicht mehr, was es genau gebracht hat. Er macht's wieder. Warte mal. Konnte man. Ah, bin ich doof. Bin ich doof. Nein! Festhalten. Wie kann man ja hoch? Oh oh, er schlägt. Er schlägt, er schlägt, er schlägt, er schlägt. Hä? Irgendwie konnte man hier hoch. Wie ging das denn noch? Ihr seht es ja da oben. Irgendwie fehlt mir eine Stufe. Kannst du mir noch eine runterbröckeln, Kollege? Oh oh, was macht er's? Ich hab irgendwas abgekriegt. Oh, jetzt hat er mir die runtergeholt. Sehr gut. Okay, dann war das so. So, jetzt bin ich noch weiter oben. Jetzt konnte ich hier. Okay. So höher komme ich jetzt nicht, glaube ich. Vorerst. Müssen wir gucken, ob es hier noch irgendwie einen Weg gibt, weiter nach oben. Ja, da hinten. Schon eine komplizierte Sache, Leute. So, jetzt müssten wir. Ja, wir sind ganz oben. Und jetzt hat er einmal den Weg ja geöffnet. Jetzt können wir da halt immer lang. Und jetzt können wir von hier oben drauf, die Brücke, auf ihn drauf.
Und da der Koloss ja ziemlich wieder behaart ist, können wir uns da super festhalten. Okay, auf dem Kopf hat er eine Schwachstelle. Seht ihr das? Ich habe die freigelegt. Das zeigt uns nämlich auch Schwachstellen an, falls ihr nicht wisst, wo schnell seine Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Fuck. Ich habe es ganz vergessen, dass er das auch kann. Bin ich jetzt unten? Ja, bestimmt. Och, ey. Ja, der ist ja gar nicht mal aggressiv, der Kumpel hier. Gut, dann wäre die gleiche Prozedur. Nur diesmal muss er halt uns halt wieder nach oben befördern. Komm. Komm, tritt auf die Plattform. Bin da weggegangen. So. So, drauf. Jetzt sind die Steine ja schon unten. Oh, Leute. Ich glaube, der wird uns ein bisschen mehr Zeit kosten. Ob ich da noch dieses mit dem Adler dranhänge, ich weiß es nicht. Ich habe es euch zwar versprochen oder auch gesagt, dass ich es machen werde, aber es gibt ja immer diese besonderen Umstände. Und hier beim vorletzten ist auf jeden Fall so ein besonderer Umstand. Normalerweise werden jetzt schon die meisten gelegt, aber der hat halt auch wieder so ein... Naja. Komplexes System. So, jetzt kann der aber auch hier oben nicht mehr viel kaputt machen. Ich komme nämlich trotzdem noch auf ihm drauf. Boah, perfekt. Nein, der war schlecht. Der war schlecht, jetzt habe ich ihn sauer gemacht. Ich hoffe, er lässt sich gut stechen. Ne, der lässt sich nicht gut stechen. Jetzt wackelt Wanda ein bisschen rum. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Bin ich kaum... Doch, jetzt... Muss einmal einen guten Intervall bekommen, also ein gutes Stichintervall. Ja, jetzt wackelt er mir wieder zu viel. Schade. Also ganz aufladen können wir den Schlag leider nicht. Und der hört sich ein bisschen an wie eine Kuh. Ich sehe nicht, wann ich ordentlich aufgeladen habe und wann nicht. Ich will noch ein paar Schläge setzen, bevor ich meine Ausdauer verliere. Oder zumindest einen richtigen nochmal. Am besten, der wäre einfach nur kurze Zeit außer Gefecht. So, jetzt habe ich nochmal einen. Jetzt gehe ich mal kurz meine Ausdauer aufladen. Am besten auf seinen großflächigen Rücken. Kurz Ausdauer aufladen. Ging auch schon mal besser. So. Immer so kurz und wieder ein bisschen festhalten, dass wir nicht komplett runterfliegen. Och. Komm, Wanda, du hast doch schon auf anderen Rücken geritten. Aber der verbraucht mehr, als ich wieder herstellen kann.
So, kurz warten, kurz warten. Nein, 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 nein. Och, diese scheiß Physik, ne? Oh, Leute, der dauert ein bisschen, der dauert ein bisschen. Arschgesicht, ey. Das Schlimmste ist einfach der Weg, wieder auf ihn rauf zu gehen. Findet seine verborgene Schwachstelle. Ich weiß, wo die ist. Guck mal, jetzt wird erstmal der Tempeldämon aktiv und erzählt uns. Ich weiß genau, wo seine verborgene Schwachstelle ist. Was meint ihr, Leute? Wo ist die wohl? Nein, nicht unterm Fuß. Boah, trotz Wegspringen. Noch geschafft. So. So, wieder nach oben. Der war damals auch eine ordentliche Tortur, Leute, bis ich das rausgekriegt habe. Wie man an den drankommt. Da sind auch schon ein paar Tode vergangen zwischen. Da hinten ist übrigens auch noch eine Brücke. Können wir auch hin, aber... Da müssen wir sogar hin. Aber machen wir gleich. Und bestimmt gleich nochmal runterfliegen. Oh, noch geschafft, ey. Schnell, schnell, schnell. Zappelt er wieder. So, der war schon ein bisschen besser. Der war auch gut. Nein, jetzt kommt der... Wanda, nicht so viel rumzappeln. Das hat doch auch bei den anderen Kolossen gut geklappt, wenn man schnell hintereinander wieder Stiche setzt. Weil dann der letztere Stich ihn dann sozusagen betäubt hat, dass er gerade nicht wackelt. Also so stark nicht wackelt. Vielleicht liegt es auch am schweren Modus. Ich weiß es nicht, ich komme mir gar nicht zum Stechen. So. So ganz kurz immer. Nein, das war gut, das war doof, Wanda, dass du wieder so viel rumgezampelt hast, obwohl er gar nicht so stark rumgewackelt hat. Ich glaube, der braucht einfach eine festere Position. So, ich glaube jetzt mal hier. Ja, ich weiß. Ich weiß, wo seine verschwommene Schwachstelle ist. Aber die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen sowieso erstmal den Kopf machen. Ach, der ist so richtig mies, ey. Der rüttelt sich und rüttelt sich. Das war noch mal eine Herausforderung, aber... Ich finde, Wanda hat auf jeden Fall schon mal schneller aufgeladen. Was ist das denn? Alter, Leute. Leute. Habt ihr die Schwachstelle an der Brust gesehen? Das ist nicht seine verborgene. Er hat auf jeden Fall drei. Drei Schwachstellen, Leute. Zieht euch das mal rein. Guck mal, ich hab schon viel Ausdauer gesammelt. Aber dieses... A-Gesicht lässt mich einfach nicht zur Ruhe kommen hier. So, du kriegst einfach einen Stich in die Schulter, wenn du nicht aufhörst. Ja, wird auch ein bisschen auf jeden Fall zeitaufwendig.
Banda, warum bist du jetzt nach hinten gefallen? Also manchmal verstehe ich die Physik gar nicht, dass der dann auf einmal da ist und auf einmal nach hinten fällt und auf einmal rumzappelt, obwohl er sich gar nicht... obwohl er gar nicht zappeln lässt. Also jetzt gerade ist es Katz und Maus. Also ich versuche einfach nur so viel Ausdauer wie möglich zu sparen, aber der lässt mich einfach nicht. Ohne... ich will ja auch nicht runterfallen. So, jetzt sieht es gerade gut aus. Nein, es sieht... ich nehme alles zurück. Der ist ein richtiger Pavian, ist das. Mieser Typ, ey. Nicht umsonst ist der wohl der Vorletzte gewesen. So. Den brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, Leute. Das geht sonst gar nicht klar. Geht sonst gar nicht klar. Wie gesehen, da hat er auch noch, an der rechten Brust hat er auch noch eine Schwachstelle. Der Wanda sieht echt nicht so gut aus. Na komm, mach nochmal deinen Tritt. Ich muss nach oben. Aufzug bitte. So. Jetzt machen wir das. Jetzt gehen wir zur anderen Brücke. Dann zeige ich euch das, dass er das nochmal kaputt macht. Weil ich glaube, wir müssen ihn dazu bringen, dass er es kaputt macht. Ich meine schon. Ich meine, wir müssen ihn dazu bringen, dass er beide Brücken kaputt macht. Ansonsten lassen wir was anderes einfallen. Ja, ich weiß. Ich finde sie erst, wenn ich seine anderen Schwachstellen erstmal erledigt habe. Also so weit ausgenommen habe, dass ich... ja, dass ich direkt mit der letzten weitermachen kann. Weil jetzt so ein bisschen verteilt die anzugreifen, ist nicht so mein Stil. Ich bin einfach einer, der halt erst die, dann die, also so systematisch vorgeht. Ich weiß nicht, was der da hinten macht. Schnippelt sich wohl gerade eine Zucchini oder so. Zucchini! Komm her, hier bin ich. Komm. Ich muss aber kurz aufpassen. Oh, jetzt. Der schlägt zu. Ja. Das wollte ich erreichen. Glaube ich zumindest. Nein, nicht ganz, aber okay. Fast. Fast, Leute. Och, immer wenn ich zustechen will. Das liebe ich da, weißt du? Dann darf ich mal zustechen und dann werde ich aus der Balance gebracht, so nach dem Motto. So. Mache ich kurze, starke Intervalle. Intervalle, sagt man das so? Zeitabständen, wo ich jetzt einfach hintereinander was reinhaue. Das ist eigentlich die effektivste Methode, weil wenn er sich einmal holt, dann zappelt man da rum, wie ihr es gerade gesehen habt. Und dann kommt man gar nicht zum Stechen, bis die Ausdauer leer ist. Das ist die schnellste Methode eigentlich. Ist ein bisschen brutal, aber okay. So. Die Schwachstelle ist jetzt weg. Nein, nicht abschütteln lassen, Wanda. Ich muss also in der Brust. Kümmern wir uns nämlich um Schwachstelle 2. Perfekt. Lass mich ja mal ein bisschen fallen und halt mich dann wieder fest.
Das ist mal eine ganz schnelle Taktik, da hinzukommen, weil hinzuklettern langsam, Stück für Stück, das macht der auch nicht immer. Dann hängt er lieber ein bisschen ab, wie jetzt. Oh Gott. Oh nein. Oder wird nichts mehr, Leute. Der zappelt aber richtig rum. Der hat richtig Epilepsie, der Kollege. Also, nicht böse gemeint. Aber das ist normal, nicht normal. Wenn ihr mal die anderen Kolosse mit dem vergleicht. Der ist ein richtiger Brummer schon. Problem ist, immer an so Stellen wie Rücken und Brust. So, noch ein. Sie hat jetzt durch, bis ich abfalle. Ja, bis ich abfalle. Aber schnell wieder aufstehen, sonst habe ich gleich wieder Probleme. Weil wenn er uns, glaube ich, einmal mit der fetten, mit dem kleinen Schwert da trifft oder mit der Keule, dann ist vorbei. So, ich glaube, jetzt gehen wir mal von der anderen Seite hoch. Das können wir ja auch machen. Denn wir müssen auch zu seiner verbotenen Stelle oder seiner verborgenen Stelle, nicht verbotenen. Und weil die Bruststelle, die ist auch schon, die hat schon richtig gezogen. Von daher braucht die auch nicht mehr viel. Komm. Komm, komm, los. Mach deinen Huf hier drauf. Ah, falsche. Okay, so geht's auch. Hauptsache, Wander kommt hoch. So, jetzt fehlt uns hier natürlich auch wieder dieses Ding. Von daher müssen wir wieder ein bisschen sauer machen, dass er hier gegenschlägt. Und macht er's? Ja. Oder nicht? Das ist jetzt zum Angriff jetzt an. Wow, wow, der macht's wirklich. Nichts passiert. Ist da nichts passiert? Komm. Hier bin ich. Schlag nochmal. Die Maske sieht auch schon richtig cool aus, finde ich. Und schlägt er jetzt? Ja. Ich dachte, der holt hier die Dinger runter von der Seite. Hier schlägt er auch immer nur ungenau. Komm. Los, schlag zu. Doch nicht, die kommen nicht runter, warum? Keine Ahnung, warum nicht, Leute. Ich würde die andere Seite wieder hochgehen sollen. Auf jeden Fall wird der Part jetzt ein bisschen länger. Aber für dieses Spiel echt gerne. Nö.
Okay. Irgendwie wollen die nicht runterkommen. Oder der schlägt einfach nur dämlich. Guck mal, wie viele Pfeile der schon wieder abgekriegt hat. Los, los. Wow. So, endlich. War es doch die falsche Stelle. Hier mussten wir hoch. So. Wo ist denn hier die Treppe? Ist hier überhaupt eine Treppe? Ja. Die ist auch vorne. Oh, der ist ein bisschen sauer, der Kollege. Gleich wird er uns wieder sagen, dass wir seine verborgene Stille finden müssen. Nein, aber erstmal noch ein bisschen Brust-OP. Bitte. Komm her. Kleiner Bub, du. Nein, 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 nein. Warte, wenn ich mich jetzt loslasse, warte, warte. Hätte ich gedacht, rein physikalisch müsste ich dann nach unten kommen. Okay, nein, ich habe viel zu früh losgelassen und so. Oh. Jetzt habe ich gerade das Mikro fast umgekloppt hier. So, ne, das hat mir schon letzten in gewissen Parts das Genick gebrochen. Und dann war auf einmal mal der Sound weg. Ist euch bestimmt auch aufgefallen. So. Jetzt sind wir noch die gute rechte Seite. So. Oh Leute, ey, der ist glaube ich der längste Bosskampf. Wenn man jetzt mal hier Echsenjagd am Anfang noch ein bisschen abzieht. Ist da glaube ich der längste. Selbst beim Hund in der Stadt, da bin ich besser durchgekommen. Ja, der hat da auch nur eine Schwachstelle, ne? Muss man ja so sehen. Mal wütend machen? Sollen wir mal wütend machen? Komm, mach mal wütend. Hallo, komm. Bobby, komm. Hör, der große Böse. Okay, jetzt habe ich ihn doch ein bisschen böse gemacht. Naja, okay. Machen wir weiter. Perfekt. Perfekto. Also ist so ein kleiner Trick halt, immer dieses Fallen lassen, sich wieder festhalten. Man muss halt aber auch gut abschätzen können. Und die Physik muss ein bisschen mehr mitspielen. So. So. Ich seh nix. Das ganze Blut oder das Schwarze. Verdeckt mir die Sicht. So, jetzt würde ich gerne die Schwachstelle jetzt lahmlegen. Dauerhaft.
Immer noch nicht? Okay. Der hat noch eine, Leute. Ich weiß, dass er noch eine Schwachstelle hat. Nicht, dass ihr denkt, hä, der ist doch gleich kaputt. Was erzählt er denn da? Nein, nein, nein. Besonders im schweren Modus hat er die. Im leichten. Oder im normalen hat er die, glaube ich, nicht. Jetzt ist die weg. Nein, nein, nein. Nicht an seinen Füßen. Bitte nicht an seinen Füßen. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich an seine verborgene Schwachstelle komme. Die, Leute, ist genau... Moment. Ich laufe mal ein bisschen. Die ist genau da. In seiner Handfläche, Leute. Genau da, wo sein Schwert ist, ja. Kaum zu glauben. So, jetzt müssen wir, glaube ich, dazu bringen, zu schlagen. Glaube ich. Ich weiß noch nicht mehr, worauf. Das hatten wir ungefähr wie beim Ritter schon mal. War das diese Platten hier? Ich weiß es nicht, Leute. Irgendwas, auf irgendwas musste er draufschlagen, damit er loslässt. Waren es auch die, vielleicht war es auch hier irgendwas, eine Wand. Ich glaube, es war eine Wand, Leute. Bringen wir ihn erstmal wieder dazu, hier drauf zu treten. Das sieht mir recht richtig aus. So, komm. Komm, Kleiner. Komm, tritt drauf. Wegspringen. Hingehen, wieder hochklettern. Gleiche Prozedere. So. Ist nicht irgendwas mit diesen Wänden hier? Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich bin mir gerade unsicher, Leute. Irgendwas mussten wir machen, den irgendwo dazu bringen, gegenzuschlagen, damit er sein Schwert fallen lässt. Vielleicht hier gegen? Ich probiere es einfach mal aus. Oh, es schlägt da. Nein, das war's nicht. Oh, der hat einen Stammfall. Oh, das zieht mir sogar Leben ab. Zieht mir echt Leben ab. Komm, mach doch mal nochmal deinen Schlag. Kannst du doch so gut. Also, ne, er sagt zwar, findet die verborgene Stelle, erstmal freilegen die verborgene Stelle. Das ist so. Ja, ich weiß, wo sie ist. Erstmal drankommen. Etwa hier irgendwas? Oben musste der gegenschlagen, auf dem Boden. Und sonst gibt's ja nicht viel. Oh oh. Wow, 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 wow. Bitte nicht drauf gehen, Wanda. Wir sind schon so weit gekommen. War das hier? Nein, oder? Weil warum sollte man sonst hier hin können? Ich probier's mal aus. Sieht zwar ziemlich unspeziell aus. Leute, ich weiß es echt nicht. Ich werde auch gleich nachgucken. Ich meine hier irgendwie so eine Steinkante und dann... So. Sekunde. So.
meine nämlich, dass er das wohl, wenn er irgendwo gegenschlägt. Oh. Dann nämlich das loslässt. Da hat er wohl einen. Echt jetzt? Na gut. Dann tut mir leid, Leute, dass ich den Part jetzt unnötig geschreckt habe. Wenn das jetzt wirklich der Fall sein sollte, dann bin ich doof gewesen. Hab's echt nicht mehr im Gedächtnis gehabt. Ich war mir echt sicher, dass es ungefähr wie beim dritten Koloss war. Und der die Waffe fallen lässt nach einer Zeit. Okay. Gehen wir jetzt nämlich so rauf. So, am rechten Arm müsste der jedoch sein. Meine ich, oder? Müsste eigentlich der andere sein. Das ist ein rechter. Hat doch gar kein Fell da, ne? Beziehungsweise er hat da keine Panzerung. Ah ja. Och Leute, bin ich dämlich, ey. Und ich strecke den Part unnötig. Naja, dieses ganze Rumgesuche werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Ich kann euch hier nicht über eine Stunde Part jetzt zumuten. So, jetzt lässt er die Keule fallen. So, jetzt hat er mich nur aus seinen Händen und jetzt können wir an seinen wunden Punkt. Und das eigentlich, glaube ich, auch nur, das glaube ich auch eigentlich nur durch Fallen, dass wir da hinkommen. Wow, super. Das heißt super, aber ich. Nein! Jetzt hat er gerade die Hand weggezogen, du Sackgesicht. Naja, auf jeden Fall ist die Stelle jetzt frei, Leute. Und ich habe hier echt. Ich war mir so sicher. Naja, okay. Die Sache, das Spiel, ne, das ist. Ich jetzt einfach. Ist auch echt lange her. Ich habe es durchgespielt, da kam die Version raus. Das war, glaube ich. Oh, wann kam das? 2011, ne? 2011 raus. Da habe ich es auch direkt gespielt. Und dann gar nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ein bisschen länger her ist? Nein, nicht unterm Fuß, bitte. Nicht unterm Fuß direkt. Da möchte ich noch nicht landen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Mikrofon übersteuert. Man sieht mich für die Aufnahme schlecht aus. Mal gucken, wie ich das dann komplettiere, das Video. Und das mit dem Adler oder so, das packe ich dann im nächsten. Lassen wir uns erstmal ordentlich Zeit. Beim letzten Kurs bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da zu tun haben. Von daher. Nee. Muss die extra nachgucken, ey. Peinlich soweit. Das war bei so einem geilen Spiel. So, jetzt kommt er noch her. Jetzt kommt er wieder. Mal gucken, ob ich ihn so super fallen lassen kann. Wie gerade. Nein. Festhalten. Da muss ich den Gegner auch immer ganz gut angucken, dann sieht man auch schon, wo Schwachstellen sind, wenn man die jetzt. Ansonsten hat man ja auch sein Schwert. Hätte ich mal ein bisschen drauf hören sollen. So, bitte nicht laufen gerade, bitte mal nicht laufen, dann kann ich mich wieder fallen lassen.
Oh. Das war knapp. Was ich auch nie verstanden habe, warum schließt der die Hand einfach nicht? Das hat mich damals schon an der PlayStation 2 gewundert. Der könnte uns doch super zermatschen. So, jetzt haben wir den Kollegen. Jetzt könnte er seine Hand gar nicht mehr bewegen. Vielleicht ist die ja so stark verletzt an diesem einen wunden Punkt. So. Ja Leute, und das war Koloss 15, ne? Denn der Kuhboss, wenn man so Kuhgeräusche macht. Mann, oh Mann, Leute, das war eine schwere Geburt. Richtig schwere Geburt war das. So, jetzt kommen die Würmchen nochmal. Ja, gerne möchten wir speichern. Jetzt habe ich erstmal die Spielzeit ordentlich in die Höhe getrieben, Leute. Seht euch das jetzt mal an, ne? Mal eine Stunde draufrechnen. Ja, Leute. Gute Stunde draufrechnen. Jetzt seht ihr auch, warum ich auf 8 Stunden Norwart gekommen bin. Nach dem letzten Koloss. Ah, hab mich echt doof angestellt da. Hätte nie sein müssen, aber okay. Will ich auf jeden Fall einen Cut reinbauen. Zumindest da, wo ich kurz Pause gemacht habe. Oder auch halt einen großen Teil der Sucherei. Weil das ist echt... Das ist einfach nur ausprobieren, das ist ja nicht nichts, was man verpassen würde vom Kampf. Ja. Endlich der letzte Koloss. Ja, Leute, ne? Der letzte Koloss. Das wird was. Die Sache, ich kann euch nur sagen, das ist auf jeden Fall der größte aller Kolosse. Der ist wirklich der größte. Aber, ja, der stärkste würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der ist schon. Der ist schon richtig. Ja, ein richtiger Kumpel ist das, ne? Gut, Leute. Wenn ihr euch dann das große Finale angucken wollt, dann schaltet im nächsten Part von Koloss wieder ein. Der Koloss ist direkt da, wo der allererste ist. Was ein Zufall. Also nicht genau da, aber der ist da in der Richtung des ersten. Und da werden wir hinreiten im nächsten Part. Und ja, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall angucken den letzten, denke ich mal, letzten Part von Shadow of the Colossus. Würde sagen, bis dahin und ciao, Leute.